was heute passieren wird. Bottas vorbei und der zieht da innen vorbei. Ich muss ein bisschen in die Strecke gehen. Wusste jetzt auch nicht genau, darf ich mir den Platz behalten. Probiere hier außen dran zu bleiben. Bombastischer Start. Und hier aus der Kurve raus, da gibt es die leichte Berührung jetzt im Windschatten. Auch hier dran probiere ich noch ein bisschen. Ja, rein. Da kommt es zur Berührung, da lasse ich ihn mal durch. Und da kommt der Switchback hier an Russell über die Brücke. Und damit willkommen hier aus Singapur Marine Bay. Und ich verspreche echt nicht zu viel, denn ich sage heute, wir werden einen Kampf wie zwischen Senna und Prost haben. Aber ich und Albon in der Hauptrolle im Audi-Team. Deswegen, ich freue mich extrem. Das war eins der coolsten Rennen, das ich seit langem gefahren habe und eins der spannendsten. Also abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel, dass ihr auch nichts mehr verpasst. 5,0 Kilometer, 19 Kurven und ein neues Layout, da freue ich mich extrem drauf. 3DS-Zonen, ein neues Layout wird hoffentlich auch mehr Spannung ins Rennen bringen. Wir wissen ja, der letzte Sektor seit dem letzten Mal, wie wir hier Formel 1 gefahren haben, also gerade unsere MyTeam-Karriere, hat es das noch nicht gegeben. Also schaut auch gerne die Playlist vorbei. Da, wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie das in den ersten Rennen war, jetzt geht's mal ins Qualifying rein. Der erste Sektor war naja, beziehungsweise mal die erste Schikane war naja, wir gehen zwar mit ein bisschen Plus raus, aber ich weiß, dass ich im Mittelsektor speziell sehr, sehr viel Zeit verloren habe bei der Brückenkurve. Also da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit gut machen. Hier gehen wir mal mit einem knappen 2 Zehntel Plus raus. Das ist nicht so toll. Jetzt kommt zu meiner Lieblingssektion, das ist nämlich alles ganz, ganz eng, erinnert mich ein bisschen an Baku und der Exit ist verdammt wichtig, jetzt geht alles Full Speed, da konnten wir auch richtig nochmal Zeit finden, eine halbe Zehntel konnten wir da gut machen, jetzt geht es in den engen Sektor, zack, rein, hier, da waren wir sogar kurzfristig mal auf grün, oh, leichter Rutscher hier, beim Rausbeschleunigen haben wir 4, na, jetzt sind nur noch ein, ja, wo habe ich Zeit liegen lassen, Mann? Das ist nicht gut, wir kommen zwar in den leichten Toe, aber gehen hier sogar ins Rote rein. Aber all in all war das sogar ein Purple Sektor. Also wir haben Zeit gefunden, das ist sehr toll. Jetzt geht's in die letzte, ja, Passage würde ich mal sagen, letzte Kurve noch nicht ganz. Das ist die neue Kurve, denn man muss hier viel früher bremsen wie früher. Damals kam man ja unter der Brücke durch, jetzt haben wir fast 2 Zehntel gefunden. Alexander Albon aktuell auf der Pole. Können wir diesen Titel abschließlich machen? Gucken wir uns mal an, wo wir gelandet sind. Schnellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet. Der Finne startet von der Pole. Und der Wissenschaftler macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Russell, Albon, Sainz, Leclerc, Verstappen, Stroll, Perez, Hamilton, Gasly, Oscar Piastri, Ocon, Tsunoda, Drugovic, Doohan, Theo Pourchaire, Sargent, Joe, Liam Lawson, Magnussen und Nick de Vries. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Hat also nicht ganz gereicht bei uns. Es ist der 2. und 4. Platz geworden, aber Audi ist auf jeden Fall da. Lights out! Bottas mit den weißen Reifen, die konnten wir direkt beim Start überholen. Auch Albon direkt an Bottas vorbei und der zieht da innen vorbei. Ich muss ein bisschen in die Strecke gehen. Wusste jetzt auch nicht genau, darf ich mir den Platz behalten. Probiere hier außen dran zu bleiben. Beide mit Gelb. Jetzt geht's mal richtig innen hier durch. Da übernehmen wir mal kurzfristig die Führung. Ich lasse ihm da auch genug Platz. Jetzt mache ich mal die Tür zu. Aber Alexander Albon hat einen bombastischen Start. Und hier aus der Kurve raus, da gibt es die leichte Berührung jetzt im Windschatten. Auch hier dran probiere ich noch ein bisschen, ja, die Verwarnung war mir auch klar, ein bisschen irgendwie zu verwirren. Aber nix, der hat so einen tollen Start und vor allem hält er da drauf. Aber mit so einer Präzision, dass es wirklich nicht zum Crash kommt. Was für ein geiler Start und das zeigt mir schon mal, huch, mit Albon ist heute nicht zu spielen. Wir müssen heute uns da richtig dran arbeiten, hoffentlich bleiben wir im DS-Fenster bis zur 3. Runde, aber ich weiß natürlich auch, wir haben das gleiche Ort, das heißt, wenn du einen Fehler machst, du wirst auf der Geraden nicht viel schneller sein, wie dein Teamkollege, wir sind auch noch am gleichen Reifen unterwegs, ich hoffe halt nur, dass man bei Albon jetzt nicht nachher den Fehler macht und irgendwie auf weiße Reifen geht, das wäre nämlich echt ein dummer Move. Hier gehen wir aber mal wirklich volles Risiko, ich freue mich so stark, dass Albon so strong ist, das wird die nächsten Rennen noch viel spannender werden, wo und wie wir uns da positionieren können.
Es neigt sich auch schon leider wieder dem Ende der Season, aber ich habe echt gute Chancen, beide Titel diese Season zu holen, also Konstrukteur- und Fahrertitel. Gerade ersteres wäre so ein bisschen ein Traum, den ich ja schon seit der ersten Season natürlich ja hege. Ein bisschen rutschig aus der ersten Kurve raus. Eins ist auf jeden Fall zu sehen, Bottas ist der Bremsklotz, denn jetzt gucken wir uns einmal die Start-Replan. Ich komme gut weg, wesentlich besser als Bottas, aber ist auch klar, der Reifenvorteil ist enorm. Ich komme hier ein bisschen zu weit, lasse da innen ja unbeabsichtigt die Tür offen, war dann hier auf den Curb neben der Strecke, wusste auch nicht genau, darf ich, wie gesagt, hier irgendwie vorbei, und das war dann halt auch, ja, gnadenlos von Albon. Da hatten wir die Innenseite, das war auch besser für uns. Waren wir auch mal kurzzeitig vorne, doch dadurch, dass ich hier nicht den perfekten Exit hatte, ist Albon dann wieder easy vorbeigegangen. Es gab zwar da die Berührung, aber das war wirklich auch nur, ja, so Rad an Rad, das ist, glaube ich, eh okay. Boah, da war es unfassbar eng auch hinten zwischen Bottas und dem Mercedes. Das ist wirklich sehr, 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 sehr fein. Zweite Runde, Purple haben wir jetzt mal im ersten Sektor. Wir jagen Albon, 2 Sekunden ist der Abstand schon. Und das zeigt halt auch wirklich, wie hardcore der Reifenunterschied hier ist. Oder auch, wie stark jetzt schon mittlerweile der Audi ist. Also da freue ich mich wirklich, dass wir hier gerade in Season 4 schon einmal richtig aufzeigen können. Ich hoffe auch, oh mein Gott, da wollte ich ein bisschen zu viel. Ich hoffe auch, dass eventuell, keine Ahnung, dass wir den Konstrukteurstitel holen können. Aber es ist halt wirklich immer streckenabhängig, wie gut oder wie schlecht wir halt sind. Jetzt aber mal zurück zum Rennen hier. Und wir plumpsen fast aus dem Sekundenfenster raus. Albon aktuell wirklich mit einer richtig tollen Pace. Das Ding ist halt, ich probiere halt auch so ein bisschen meine Reifen zu managen. Ich will nachher auf Rot gehen. Und da musst du halt wirklich auch echt aufpassen und nicht zu gar aus den Kurven raus, nicht zu schnell das Gas durchdrücken, aber natürlich auch nicht den Anschluss an Albon verlieren. Apropos Anschluss, Russell hat mittlerweile Bottas überholt und das bedeutet auch, ja, sollten wir ein bisschen ins Zweiten kommen, wird auf jeden Fall George Russell so ein bisschen was im Köcher haben. Er hat auch die roten Reifen, mit den roten Reifen auch den besten Reifen. Und ja, da wird es noch einmal interessant werden. Jetzt Albon aus dem Sekundenfenster draußen. Der Junge, der challenged mich. Das finde ich so geil. 4. Runde mittlerweile. Und Russell ist jetzt auf 3 Sekunden dran gekommen. Wir ganz knapp nicht im DS-Fenster, was das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger macht, dran zu bleiben. Wie gesagt, ich probiere trotzdem hier, das war gar nicht gut, innen über den Abwehrser drüber. Wir bleiben hier zwar im Sekundenfenster, weil auch Albon, glaube ich, nicht gerade den besten Exit hatte. Aber wo ist der Messpunkt? Er wird wieder nicht reichen. Da waren wir, glaube ich, wieder knapp nicht dahinter, oder? No? Nein, leider nicht. Egal. Also das ist wirklich geil. Wenn du das gleiche Auto hast, ich meine, ich finde es nicht geil, denn natürlich wäre ein Sieg noch cooler, aber so der erste Doppelsieg für Audi. Also das wäre so ein, ja, so ein Meilenstein, das habe ich noch nie geschafft. Auch in den vergangenen Jahren in Formel 1, so ein Doppelsieg, das wäre schon echt cool, wenn wir das schaffen würden. Wenn das gelingen würde, in Sandford war ich ein bisschen zu schwach, heute sind wir echt beide auf einem sehr hohen und sehr stabilen Niveau. Jetzt mal hier im Mittelsektor. Und ja, da ist halt auch wirklich Albon sehr stark. Der kommt halt hier wirklich sehr, sehr gut raus. Und ja, jetzt bin ich 1,8 Sekunden hinten. Und ich merke halt auch, Russell, der ist mit Riesenschritten hier angeschossen gekommen. Hab halt mal eine Runde nicht zu derbe gepusht. Jetzt sind doch die Reifen schon ein bisschen, ja, in dem Bereich, wo man sagt, so, es wird schon ein bisschen ungemütlich. Aber ich muss halt mit den Gelben wesentlich länger draußen bleiben, wie mit den Roten. Denn ich will auf Rot dann gehen. Und jetzt heißt es dann halt wirklich, ich muss mich zusammenreißen. Albon wirklich sehr stabil. Die Rundenzeiten, die reißen nicht ab. Der Junge haut eine Runde nach der anderen raus. Das ist wirklich krass. Also ich bin so stolz, mich für ihn entschieden zu haben. Das ist wirklich sehr, 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 sehr stark, was der heute hier leistet. Also auch so ein bisschen sein Heimkompromiss, muss man sagen. Jetzt sind wir auf 1,4 Sekunden endlich mal wieder ein bisschen dran gekommen. What? Hier eine Verwarnung? Okay. Das habe ich selten bekommen. Hier eine Verwarnung, also da muss wirklich, ja, schon ein bisschen weit drüber sein. 1,3. Ich rob mich langsam wieder dran oder er lässt auch ein bisschen nach, wo er in die Strecke gekommen. Hier gibt es keine Verwarnung. Okay, das ist ganz klar mit viel Sinn gemacht, EA, dass ich hier, wo ich mir den Vorteil verschaffe, keine Verwarnung bekomme und bei der anderen Kurve, wo ich eigentlich nichts bekomme. Egal, 1,2 Sekunden. Mir geht es eigentlich gar nicht darum, unbedingt Albon zu schlagen, denn ich muss auch ein bisschen
an den Hintermann denken. Denn wenn Russell es tatsächlich schafft, noch näher dran zu kommen, ist der natürlich in Undercut-Position. Der könnte uns da wirklich gefährlich werden. Jetzt habe ich auch die... Wo habe ich das DS her? Guck mal, Frontflügel nicht kaputt mit dem Reifen ditschen an die Mauer. Das passiert da nämlich ziemlich leicht raus hier aus der Kurve. Und wir hatten schon ein Riesenloch. Guckt euch mal an, wie der Abstand zu Bottas ist. Fast 7 Sekunden. Also die Strategie von Bottas, ob die aufgeht, ist eine andere Frage. Jetzt mal hier aus dem letzten Sektor durch. Die Frage ist halt wirklich, ob das Ganze funktionieren kann. Dann auf Rot zu gehen. Runde 9 und ich bin endlich mal wieder in Hecklier von Albon. Wir sind fast 3 Sekunden jetzt wieder von Russell weg. Ich denke aber jetzt mal auch, beginnt so ein bisschen die Zeit, wo die roten Reifen in die Knie gehen. Die gelben sind noch an der Kippe. Es ist noch machbar, mit den gelben gute Zeiten zu fahren. Aber ja, jetzt sieht man es auch bei Albon. Der lässt ein bisschen von der Pace her nach. Wir sind jetzt im halben Sekundenfenster drinnen. 4 Zehntel, jetzt nur noch 3 Zehntel. Also wenn ich da wirklich tatsächlich on pressure bleiben kann, könnten wir ins Undercut-Fenster von Albon geraten. Das wäre natürlich top. Aber guckt euch das mal an, der Exit aus der Kurve raus ist noch immer noch unfassbar von Albon. Der ist da wirklich unaufhaltsam, unschlagbar heute. Du musst ihn da tatsächlich mit einem Undercut irgendwie kommen, denn ich glaube, sonst wäre es eher unmöglich, an ihm vorbeizukommen. Wir müssen jetzt natürlich auch auf Russell gucken, der ist jetzt 2,8 Sekunden immer noch hinten und mit Rot 11 Runden aushalten. Das ist wirklich sehr stark. Also ich hätte das, glaube ich, nicht geschafft. 11 Runden mit Rot. Ich jage hier immer noch Albon noch. Jetzt wird es immer schwieriger, die Reifen. Ihr seht es auch bei Albon, der rutscht schon ein bisschen hin und her. Auch wir rutschen ein bisschen aus der Kurve raus. Geht's aber gut. 6 Zehntel sind es jetzt. Das ist echt nicht mehr viel, was uns da fehlt auf Albon. Doch wir waren am Anfang bereits zu nah dran und hatten es immer noch nicht geschafft. Er hat 2,6. Russell fährt sogar schnellere Zeiten wie wir hier vorne. Das ist wirklich so überraschend, was für eine Pace Russell hier hat und wie wenig Reifenverschleiß der Junge hat. Jetzt gehen wir mal gucken. Ja, 12. Runde, es geht in die Box, denn George Russell war vor einer Runde drin und ich habe die Befürchtnis, dass sich das nicht ausgehen wird. Da müssen wir jetzt aber mal schauen. Jetzt geht's auf rote Reifen. Ich weiß nicht genau, was Albon vorhat, wie lange der noch draußen bleiben will, aber es scheint halt wirklich auch alles Aufzeichen Softs zu sein. Also ich glaube auch, dass Albon auf die Softs geht. Jetzt kommt Russell aus der letzten Kurve raus und das wird verdammt knapp, Leute. Jetzt geht's zwar bei uns wieder Full Speed aus der Box raus, doch wir haben auch noch diese eine Kurve hier und da rechts kommt er. George Russell hat hier den Undercut geschafft. Das war natürlich absolut nicht so geplant. Trotzdem werde ich natürlich das Beste daraus machen. Ich muss Russell pushen und hoffen, dass sich die 27 Sekunden auch bei Albon nicht ausgehen. Und ja, es waren bei mir 27 Sekunden. Und vor allem, wie lange dauert ein Boxenstopp bitte hier in Singapur? Ich hätte nie im Leben gedacht, dass wir da hinten rauskommen. Bei fast 30 Sekunden Vorsprung ist das wirklich enorm. Jetzt müssen wir auch mal Russell ein bisschen pushen. Wir sind zwar mit dem besseren Reifen unterwegs, doch das war eigentlich damit geplant, dass ich auf die schnellste Rennrunde gehe. Und ja, es schaut auch so aus, als ob Albons Reifen jetzt komplett einbrechen. Der hat jetzt schon über eine Sekunde auf uns verloren, also auf mich und Russell. Und ja, jetzt guckt es halt tatsächlich so aus. Jetzt sind wir in Runde 14, Albon war mittlerweile in der Box, ist jetzt auf den dritten Platz zurückgefallen, hat sich die weißen Reifen genommen. Russell fährt hier Kampflinie, da gibt es die leichte Berührung, aber... Jetzt heißt natürlich, das wird der einzige spannende Fight hier werden. Ich hätte gerne mit Albon ein bisschen gefightet. Doch jetzt hier gehen wir rein. Ich halte mal meine Nase rein. Da kommt es zur Berührung, da lasse ich ihn mal durch. Und da kommt der Switchback hier an Russell. Über die Brücke drüber können wir jetzt mal vorne bleiben. Da sticht Russell noch einmal rein. Damit habe ich gerechnet. Lasse ich ein bisschen die Tür offen und beim Rausbeschleunigen können wir jetzt als Führender vorbeigehen. Das ist natürlich echt... Oh, da kommt er noch einmal. Ja, da muss ich sogar eine dumme Linie hier fahren. Doch, das reicht. Jetzt sind wir erster Platz. Das Blöde natürlich, dass Albon jetzt wieder nur auf den dritten Platz ist. Wäre natürlich mal Doppelpodium für unser Team. Doch, Doppelsieg wäre noch cooler gewesen. Vielleicht schafft es ja Albon noch irgendwie dran zu kommen, wenn dann am Schluss eventuell George Reifen irgendwie eingehen. Aber jetzt heißt es natürlich auch mal für mich ein bisschen pushen hier. Es ist echt knapp. Und der hat wirklich eine Pace, es gibt 3 DS-Zonen und da kommt er angeschossen, reicht aktuell noch nicht, aber ich glaube, wenn ich da wirklich einmal unaufmerksam bin, könnte das da tatsächlich noch einmal richtig knapp werden. Gucken wir jetzt noch einmal die Replan hier gegen George Russell. Da wollte ich reinstechen, da hat aber Russell absolut keinen Platz machen wollen.
Dann habe ich ihn hier mal ziehen lassen und dann mit dem Switchback rein. Da genau, mit dem Switchback dann rein. Er hat ihn abdecken müssen und das war natürlich eher semi-gut für Russell. Das gucken wir uns noch einmal hier an. Genau, das war so ein bisschen die Berührung. Da lasse ich ihn ein bisschen vorbei, aber ich weiß auch nicht genau, warum er da so eine komische Linie fährt. Und wir gehen dann außen vorbei. Natürlich habe ich ihn da ein bisschen gequetscht, aber ja, dass ich da über den kompletten Körper drüber rattere, ist halt was ganz, ganz anderes. Grün im ersten Sektor, schnellste Rennrunde wird schwierig, Leute. Also ja, dadurch, dass ich auch meine Reifen nicht einteilen habe dürfen, glaube ich, wird das nicht reichen. Die wird sich Russell holen. Doch schaut halt immer mehr danach aus, dass auch Albon aufholen kann mit seinem weißen Reifen. Und ob der rote Reifen hier wirklich die tolle oder die beste Entscheidung war, ist da wirklich fraglich. Denn ja, wir rutschen ein bisschen daher, auch die Hinterreifen, die werden stärker abgenutzt, als ich mir das Ganze gedacht habe. Aus der letzten Kurve raus, Gott sei Dank gab es da keine Verwarnung. Da kommt auch Russell angeschossen. Verstehe ich nicht genau, warum der jetzt aktuell so schnell ist. Natürlich auch die S-Hilfe. Da ist jetzt Albon ganz, ganz nah dran an Russell. Und ich hoffe natürlich, dass wir da, ja, so, dass er da ihn besiegen kann, Mann. Das wäre so geil, dass wir da den Doppelsieg heute feiern. Jetzt aber mal richtig durch hier. Und ja, ich glaube, ich bin jetzt außer Gefahr mal weg. Jetzt bin ich schon 8 Zehntel draußen. Und ja, da müssen wir jetzt mal schauen. Albon jetzt im Sekunden. Aber wie? Der ist fast in unserem Sekundenfenster. Hat aber noch nicht ganz gereicht. Ich glaube, die beste Überholmöglichkeit ist eigentlich die S-Zone 2. Also nach Startziel, diese lange mit dem Knick in der Mitte. Da hat er ja auch uns überholt. Und ich denke mal tatsächlich, dass das dann für Albon reichen könnte, ihn dort zu überholen. Jetzt hier mal Exit. Toll, 7 Zehntel von uns. Aber dahinter ist es noch viel spannender. Da sind es nämlich nur noch 6 Zehntel. Jetzt hat es wieder nicht gereicht, war aber irgendwie klar. Jetzt, glaube ich, könnte es dann tatsächlich knapp werden für George Russell. Denn Albon ist im Hunting-Modus. Der jagt den Jungen. Und der wird, glaube ich, nicht erbarmungslos aufgeben hier. 7 Zehntel zu uns, 7 Zehntel auch zu Albon. Jetzt gucken wir mal nach hinten, denn das konnte unfassbar knapp werden. Auch Russell hier. Natürlich, solange Russell die S zu mir bekommt, jetzt müssen wir hier mal abdecken in Runde 22. Und Russell macht die Tür innen auf für Albon. Da geht es ganz knapp nebeneinander und Albon hat sich daneben vorbeigebremst an George Russell und ist jetzt aktuell 2. Platz. Wenn er das hält, wäre das wirklich ein neuer Rekord für unser Team. Doppelsieg, der erste Doppelsieg der Audi-Karriere, Geschichte, whatever. Also jetzt noch einmal gucken, hier noch einmal durch den ersten Sektor, durch die Arme und jetzt aber nicht übermütig werden, du bleibst hinten, ne? Aber das wäre natürlich top, also wir sind eh die drei, die das komplette Rennen hier dominiert haben, würde ich mal sagen, aber das ist natürlich auch verdient. Ja, Russell zupft dazu früh raus. Ich decke innen ab und ja, Russell lässt dann die Tür für Albon offen, aber dass der da so gnadenlos in Turn 1 vorbeigeht, das wundert mich echt. Also Halleluja, letzte Kurve raus. Es wird noch einmal ganz, ganz eng zwischen Russell und zwischen Albon. Wenn er die letzte Kurve schafft, ist das Rennen gewonnen. Wir gewinnen hier mal. Und wer wird Zweiter? Ist es tatsächlich der erste Audi-Doppelsieg, Leute. Wir haben es geschafft. Ich bin so stolz auf Albon. Der ist so ein tolles Rennen gefahren. Und ich freue mich sehr auf die Siegerehrung, wo wir gleich 2x Audi drauf haben werden. Und das erste Mal in unserer F1-23-Karriere. Oh yeah. Was für ein großartiges Rennen. Wie immer ein beeindruckender großer Preis von Singapur. Und was für eine konzentrierte Fahrt bis zur karierten Flagge. Stefan, was haben Sie im heutigen Rennen besser gemacht als die anderen? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Eine sensationelle Leistung der drei Fahrer, die sich jetzt zum Podest begeben. Das war ein interessanter Grand Prix, das ist sicher.
Und nicht nur das, für die Konstrukteurs-WM ist das natürlich auch echt ein Traum, denn wir nehmen insgesamt 43 Punkte mit. Also ich bin jetzt 77 Punkte vorne und 9 Punkte nur noch hinter Mercedes, weil eben auch Lewis Hamilton eine eher schwächere Leistung an diesem Wochenende gezeigt hat. Ich freue mich verdammt, wirklich. Es ist so geil. Wir haben es endlich geschafft, hier einen Doppelsieg zu holen. Es war wirklich ein sehr dominantes Rennen, aber ich wusste auch, dass gerade Singapur eine Strecke ist, die unseren Audi liegen wird. Ich weiß ja, eher wenig Pace, eher wenig Topspeed, aber viel, viel Kurvenspeed und auch viel Beschleunigung aus den Kurven raus. Das ja ist ein bisschen die Stärke des Audis. Er hat zweimal holte die Qualifying die Pole ja ganz knapp nicht und erreiche die Führungsposition 10 Runden lang. Das ist natürlich ein dummes Ziel, wenn du ja so gegen den ersten Platz fightest. Da müssen wir einmal auf die Strapazierfähigkeit gehen, denn ich kann mir wieder nichts leisten. Es ist wieder der Teufelskreislauf, kein Geld, dann kann ich mir auch keine Upgrades leisten. Es geht nach Katar, der nächste Sprint in unserer Season. Da bin ich echt sehr gespannt, wo wir da landen werden. Katar immer wieder eine Strecke, die ja ordentlich für Zündstoff sorgt. Für heute soll es das einmal gewesen sein. Danke für euren kranken Support. Abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel. Falls ihr es noch nicht habt, würde ich mich auch gern freuen, dass ihr auf Instagram, IT-Gaming oder auch gerne auf IT-Tobi auf TikTok vorbeischaut. Links wie immer alle unten in der Bio. Und ja, wie gesagt, danke für euren Support. Wir sehen uns hoffentlich später auf TikTok oder auch morgen und übermorgen wieder hier auf YouTube, wenn wieder ein neues Video kommt. Formel 2 wird auch die nächsten Tage kommen. Also bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.